Wir starten am Falzarego-Pass und von dort aus ist man in ein paar Minuten am Einstieg von der Via del Buco. Vor uns jetzt die ersten 9 Seillängen bis zum Kaiserjägersteig. Die erste Seillänge folgt einer Rampe. Vom Stand geht's dann steil weiter in die zweite. Rückblick in die zweite Seillänge. Und die dritte Seillänge mit dem kleinen Überhang. Direkt drüber, dann der Standplatz. Hier in der vierten Seillänge weicht man dann kurz nach links in eine Platte aus. Der glatte Riss dann in der fünften Seillänge und man kommt raus auf einem breiten Band. Von dort gerade auf im leichteren Gelände bis zum nächsten Stand. Die siebte Seillänge folgt dann zunächst dem Band nach links oben. Annika ist jetzt gerade im etwas abdrängenden Bereich mit gelbem Fels. Da quert man dann nach rechts und es geht besser als man denkt. Es folgen dann nur 2 leichtere Seillängen und dann ist man im Ausstieg am Kaiserjägersteig. Von da haben wir schon mal einen schönen Blick auf die Marmolada und den Hexenstein direkt davor. Außerdem ist Zeit für ein Brotzeit. Bevor es ein Stück weiter oben dann weitergeht in den zweiten Teil. Am Falzarego-Pass ist noch relativ ruhig. Die Seilbahn ist noch nicht in Betrieb. Im Hintergrund sieht man jetzt auch schön die Cinque Torri. Hier am Einstieg in den zweiten Teil. Das Seil hätte es noch nicht gebraucht. Bis zum ersten Stand ist wirklich Gegengelände. Die erste Seillänge hier ist noch schön zum Klettern. Gerade geht's rauf in Richtung von einem Klemmblock. Danach folgt dann eher unlohnendes Gelände. Zuerst ist der Fels nur einigermaßen fest, aber nach oben raus wird es immer brüchiger. Trotzdem ist insgesamt eine wirklich schöne Tour.